Also meiner Meinung nach, wenn ich mit dem Bart abrasiere, passieren natürlich viele Fehler. Und man verliert Talent zum Fußballspielen, Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die Kraft. Aber wenn ich ihn wieder verwende, muss ich auch so eindeutig sagen, dass die Schwächeperiode geendet hat. Und das ist eigentlich eine Bitte von mir an die Nationalmannschaft, dass die Nationalmannschaft den Bart wachsen lässt. Und die ja besser ausschauen. Und die müssen jetzt riskieren, so lässt man dort. Weil es ist ganz einfach so, die Mannschaft, die mehr Bart wachsen lässt. Sehr kampfstark, suchen die Zweikämpfe. Nur mit Tricks und so. Spielen Vorchecking, spielen die hohen Bälle. Und dazu braucht man eben den Bart.